war's, liebes Tagebuch. Das ist alles, was ich für heute zu berichten habe. Und jetzt pflücke ich ein paar saftige Schlumpfbeeren fürs Mittagessen. Ich frage mich, ob Schlumpfine was über mich geschrieben hat. Verschlumpft ist das aufregend. Es wird dir wohl nichts ausmachen, wenn ich mal einen kleinen Blick in ihr Tagebuch werfe. Neugier, Schlumpf! Mein Tagebuch, mein Tagebuch! Ich übe! Keine Sorge, Schlumpfine. Siehst du, es ist so gut wie neu. Du machst mich richtig wütend, Neugier, Schlumpf! Du bist so furchtbar neugierig! Ich habe doch nur einen winzigen Blick riskiert. Das riecht gut, was da wohl in Tortis Küche vor sich hin köchelt. Wie aufregend. Es ist kein Obstkuchen und keine Torte. Ich wette, es ist was Besseres. Es kann nichts schaden, einen Blick hineinzuwerfen. Oh, Schlumpf, oh, Schlumpf. Neugierig, Schlumpf. Du hast mein Soufflé ruiniert. Das habe ich nicht gewollt. Raus hier! Steck deine neugierige Nase nie wieder in meinen Backofen. Aber ich wollte nur... Wieso sind die Schlümpfe so leicht verärgert? Man kann einem Schlumpf nicht vorwerfen, dass er neugierig ist. Hallo, Schlaubi, hallo, Clumsy. Was macht ihr beiden denn hier? Hä? Hä? Wir bewachen Papa Schlumpfs Labor. Bewachen? Weswegen denn, hä? Das darf ich dir leider nicht verraten. Das ist streng geheim. Papa Schlumpf arbeitet an einem supergeheimen Experiment. Ja, wir haben die Anweisung, keinen Schlumpf ins Labor zu lassen. Ja, und das gilt ganz besonders für dich, neugierig Schlumpf. Genau, jawohl! Ah, nach langen, langen Vorbereitungen kommt endlich der Hauptbestandteil dazu. Nur einen kleinen Tropfen dazu. Vorsicht, vorsichtig, sonst geht alles in die Luft. Was machst du da, Papa Schlumpf? Hä? Ah, neugierig! Was ist passiert? Was ist passiert? Hä? Du hast mein Experiment ruiniert. Das ist passiert. Das ist doch wieder typisch neugierig Schlumpf. Ja, genau. Das ist immer dasselbe. Der Neugierige macht nur Probleme. Aber ich wollte einfach nur... Das sagst du jedes Mal. Und du steckst deine Nase immer da rein, wo sie nicht hingehört. Was ist denn falsch daran, viel wissen zu wollen? Gar nichts. Viel wissen zu wollen ist in Ordnung, aber deine Neugier geht zu weit. Och, ich werde ganz unruhig, wenn Neugier seine Nase in Sachen steckt, die ihn nichts angehen. Ja, ich auch. Ja, wir auch. Ich wollte niemals Unordnung stiften, aber wie soll ich sonst das Leben kennenlernen? Ja, und ich mache auch alles wieder gut, Papa Schlumpf. Wirklich, das schwöre ich. Na schön, Neugierig. Du fängst gleich damit an. Geh zum großen Sumpf und hole ein paar sehr wichtige neue Zutaten für mich. Und damit du deine Nase aus weiterem Ärger raushalten wirst, gehen Schlaubi und Clumsy mit und passen auf. Ja, Papa Schlumpf. Jetzt brauchen wir nur noch eine von den Schlumpfdisteln. Die finden wir da drüben. Ich hoffe, das ist das Einzige, was wir da finden. Los, Neugierig, beeil dich. Dieser Platz ist ein ganz furchtbarer Angstmacher. Schon gut, ich bin sofort fertig. Gut, lass uns bloß schnell verschwinden. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Steh mal. Hört ihr das? Hört doch. Immer nur Arbeit. Langsam habe ich es satt. Du hast absolut recht. Ich weiß gar nicht, wofür ich das überhaupt mache. Na, habt ihr das gehört? Lasst uns einen kleinen Blick riskieren. Was meint ihr, hä? Oh nein, vergiss bloß nicht, was Papa Schlumpf gesagt hat. Ja, ja, wir sollen so schnell wie möglich zurück ins Dorf. Na gut, na gut. Ich komme sofort nach. Neugierig, halt! Komm zurück, Neugierig! Jeden verfluchten Tag suchen wir nach dieser verdammten Schriftrolle. Doch wir finden sie einfach nicht. Wenn wir doch ein bisschen mehr Glück hätten, Schwester. Du kommst schon, Neugierig. Wir müssen ins Dorf zurück. Seid ihr beiden denn gar nicht neugierig? Komm jetzt endlich, neugierig. Oh, sieh nur, Schwesterherz. Kleine blaue Burschen. Was sind das für kleine Burschen? Bestimmt gibt's von denen noch mehr da unten. Oh, was ist das? Ich hab was gefunden. Ein
endlich, das ist sie. Genau, das ist sie. Endlich. Gefunden. Endlich gefunden? Was gefunden? Was ist es? Schnauze. Schwester, wir haben sie. Die verlorene Schriftrolle. Dank dieser kleinen blauen Burschen. Sie haben uns Glück gebracht. Schön, dass wir euch helfen konnten. Können wir jetzt gehen? Gehen? Nein, nie. Nein, vielleicht bringt ihr uns ja noch mehr Glück. Genau, wir suchen noch nach der verlassenen Stadt des Jor. Verlassene Stadt des Jor? Wirklich? Wo denn? Das werdet ihr noch früh genug erfahren. Wartet's ab. So, und jetzt, Besen, nach Hause. Hexen, wo seid ihr, meine lieben Schwestern des Verrats? Ich bin es, der alte Gargamel. Huhu. Ich bin gekommen, um euch ein paar Fläschchen eures Zaubermittels abzukaufen. Juhu! Ist jemand zu Hause? Was für ein Glück, diese ekelhaften Schrullen sind nicht da, Seil. Dann werde ich mich wohl selbst bedienen und das Geld sparen. Ein kleines Paket guter Eulenfluch, ein Fläschchen Schwarzkraut, etwas hiervon und etwas davon und... Die Hexen, die dürfen uns hier nicht finden, Azrael. Sie verwandeln uns sonst in Kröten. Und jetzt in den Käfig mit euch, ihr kleinen blauen Burschen. Schwester, hier ist jemand im Haus. Ich weiß auch wo. Gargamel. Guten Tag, meine verehrten Hexen. Es ist so, ich kam zufällig vorbei und... Lügner. Topso Turvo. Ich frag dich, wie unser Hab und Gut in deine Tasche gekommen ist. Oh, tja, also meine Katze muss es heimlich in meine Tasche gesteckt haben, als ich kurz weg sah. Schäm dich, Azrael. Du wolltest uns bestehlen, na warte. Verschwinde und lass dich hier ja nie wieder sehen. Lasst uns doch gehen. Wir müssen um diese Zeit immer ins Bett. Ruhe! Und schlaft recht schön, ihr kleinen blauen Burschen. Blaue Burschen? Blaue Burschen? Azrael, das sind ganz bestimmt die Schlümpfe. Ja, schon bald in naher Zukunft werden wir das mächtigste Instrument des bösen Hexenmeisters in Händen halten, das die Welt je gesehen das hat. Das Zepter des großen Jor. Was ist das? Wo ist es? Kann ich es sehen? Werde ich... Jor ist ein großer Zauberer, der in der verlassenen Stadt wohnt. Und von Jor wird gesagt, er hätte ein Zepter geschaffen, mit dem man alles Böse auf sich vereinigt. Süß, das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich sehr gut. Gute Nacht, Schwester. Morgen bei Sonnenaufgang suchen wir die verlassene Stadt. Wisst ihr, unseretwegen könnt ihr euch ruhig Zeit lassen. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, was Papa Schlumpf immer sagt. Eile mit Weile. Und ein Sonnenaufgang ist fabelhaft. Ja, fabelhaft. Ah, Azrael, wir werden sie einfach so lange verfolgen, bis sie die verlassene Stadt finden. Und dann schnappen wir ihnen das Zepter vor der Nase weg. Wenn ich es erst in den Händen halte, werde ich diese alten Hexen in Steine verwandeln und dann endlich kann ich mich den Schlümpfen widmen. Neugierig, wo bist du? Klamsi! Schlaubi! Oh, Papa Schlumpf, denkst du, es geht Ihnen gut? Ja, Schlumpfine, mach dir keine Sorgen. Papa Schlumpf, hierher! Sieh nur, was ich gefunden habe! Jetzt müssen wir uns Sorgen machen, dass es die Tasche mit der Neugierde die Disteln besorgen wollte. Kommt, meine Schlümpfe, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Gargamel!
Ich bin sicher, er weiß, wo unsere Schlümpfe sind. Ich frage ihn. Oh. Halt! Gargamel, hier spricht die Stimme deines Gewissens. Stimme des Gewissens? Wo sind die kleinen Schlümpfe? Diese widerlichen kleinen Schlümpfe sind alle da oben im Hexenhaus. Verschlumpft nochmal, sie da rauszuholen, ist schwierig. Lass ihn bloß nicht aufwachen. Was Schönes reingeritten. Bist du jetzt zufrieden, Neugierig? Das wollte ich nicht. Schlaubi, ich hoffe, dass Papa Schlumpf uns hier rausholt. Papa Schlumpf? Nein, nein, das glaube ich nicht. Papa Schlumpf wird uns niemals hier finden. Wir sind erledigt. Wir sind verloren. Aber sie werden mich sehr vermissen. Papa Schlumpf! Hä? Oh, Papa Schlumpf. Ich habe gerade den anderen gesagt, wie sehr ich daran glaube, dass du kommst und... Wartet! Wir haben euch im Handumdrehen befreit. Oh. Gut gemacht, Schlümpfe. Schnell raus hier. Ich würde doch zu gern wissen, was auf dieser Rolle steht. Oh nein, Neugierig ist schon wieder zu neugierig. Papa Schlumpf, nur einen kleinen Blick. Oh, Schlumpf, ist das aufregend. Was war das? Wer ist das? Los, Neugierig, komm! Die blauen Burschen! Sie versuchen zu entkommen! Teufelskopf! Und Teufelswacht! Hm. Hopp, die Hopp! Und das um den Kopf! Komm, meine Schwester, jetzt machen wir uns auf die Suche nach der verlassenen Stadt. Mit unseren Glückstierchen, den blauen Burschen! Ja. Bevor dieser Tag zu Ende ist, werden die Schlümpfe und das Zepter uns gehören. Ist nicht, es kommt der geschlungene Baum, da ist er. Und nur noch 5 Meilen um die Ecke bis zum Wespennest. Heil dich, Azrael, wir müssen sie einholen. Da ist der grüne Felsen und der heilige Stamm. Schneller, Azrael, schneller. Ach, verdammtes Viehzeug! Schnell, Azrael, wir dürfen sie nicht verlieren! Wir müssen sie einholen, Azrael! Oh, Schwester, wir sind fast in der verlassenen Stadt angelangt. Ich weiß, ich bin so glücklich. Ich könnte einen Frosch in den Hintern beißen. Oh, Schwester, sieh nur, geschafft. Endlich. Die verlassene Stadt des Jahres. Fühlst du das Böse, Schwester? Ja, ich fühle es. Und all diese herrliche Teuflichkeit wird bald uns gehören. Was ist das? Gargamel! Danke fürs Herführen, ihr hässlichen alten Hexen. Ich will nur noch euren Besen. Oh, und den Korb mit den netten blauen kleinen Burschen. Oh nein, jetzt sind wir schon so gut wie gekocht. Komm, Azrael, wir fliegen jetzt in die verlassene Stadt des Jahr und holen mein Zepter. Na los, Besen, hoch, bring uns hin. Ich sagte hoch, verdammt noch mal, blöder Mistbesen, hoch! Ja! Nein, 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 runter! Ich sage runter! Ein schöner Aufprall. Es tut mir nur ein bisschen um die kleinen blauen Burschen leid. Oh, ich hoffe nur, er hat sich wehgetan. Und ich hoffe, Gargamel hat sich was gebrochen. Jetzt müssen wir einen neuen Besen bauen. Und das Zepter endlich holen.
Meine kleinen Schlümpfe, geht es euch gut? Wo seid ihr? Hier, Papa Schlumpf. Alle Schlümpfe anwesend und durchgezählt. Naja, wie man's nimmt. Alle bis auf Klamsi. Wie immer. Ja, aber hier bin ich doch, Papa Schlumpf. Klamsi? Wer, Ich bin auch der Papa Schlumpf. Hinterher, Asrael. Ihr werdet mir niemals entkommen. Niemals! Gut, Asrael, mach weiter so. Die Schlümpfe müssen so lange in dem Loch bleiben, bis ich das Zepter habe. Wir müssen noch vor Gargamel an das Zepter kommen, Schlümpfe. Aber wie nur? Wir sind doch eingesperrt. Na, vielleicht nicht. Dieser Stein ist sehr locker. Na los, helft mir doch alle mal. Sehr gut, Hefti. Weiß, dass dieses verfluchte Zepter hier irgendwo sein muss. Und ich gebe keine Ruhe, bis es meins ist. Meins, meins, meins. In dieser Etage ist das Zepter offensichtlich nicht. Kommt mit. Was ist denn da drin, Papa Schlumpf, hä? Was denkst du, hä? Wollen wir nicht mal ein bisschen nachsehen, hä? Vorsicht, Neugierig, ich habe hier kein gutes Gefühl. Wir müssen sehr aufpassen. Ich bekomme schon langsam eine Gänsehaut. Ich auch. Ich hasse Gänsehaut. Ich gehe als Erster rein. Ihr folgt mir. Ja, Papa Schlumpf. Ich mag diesen Raum nicht. Ich hasse solche Räume. Seht, das muss dem Zauberer Jor gehören. Aber wo ist er denn? Wo ist er hingegangen? Ich glaube, die Antwort findet ihr da unten. Der Zauberer wurde von seinem eigenen Zepter in Staub verwandelt. Staub! Ja, diese Aufzeichnungen sagen, dass das Zepter so bösartig wurde, dass nicht einmal er es kontrollieren konnte. Ich fürchte, sein erstes Experiment mit dem neuen Zepter war auch sein letztes. Er hat es gerade noch geschafft, es in die Kiste zu legen. Meinst du diese Kiste? Weg von der Kiste, Neugierig! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Das ist alles deine Schuld, Neugierig Schlumpf! Wenn du nicht ständig so neugierig wärst, wäre das nie passiert. Oh, das tut mir leid, Papa Schlumpf. Ich werde nie wieder neugierig sein. Nie mehr, das verspreche ich. Dafür ist es zu spät. Für ihn ist es aus und euch wird dasselbe Schicksal ereilen, sobald ich das Zepter habe. Hände weg, Gargamel! Das ist unsers! Loslassen, es ist meins! Unsers! Unsers! Meins! Unsers! Meins! Unsers! Dafür werdet ihr bezahlen, ihr widerlichen alten Hexen! Du wirst bezahlen, du Schrebergartenzauberer! Wollen wir denen etwa dieses grauenhafte Ding überlassen? Kommt mit, wir holen es uns für Papa Schlumpf! Ja! Gehen wir für Papa Schlumpf! Schnell, wir nehmen uns einfach den Hexenwesen! Ja, hol es uns da! Da! Die blauen Zauber! Unser Zepter! Kommt sofort zurück, ihr widerlichen Schlümpfe! Wir müssen dieses furchtbare Ding für immer loswerden. Bevor es uns los wird. Das schaffen wir nicht alleine. Wir müssen... Cheat! Papa Schlumpf wäre bestimmt sehr stolz auf uns. Ich bin stolz auf euch. Papa Schlumpf! Ja, aber für einen Moment war ich da nicht ganz so sicher. Es scheint, als sei der Fluch des Zepters nicht ganz gebrochen. Wir müssen hier weg! Das Zepter will Rache nehmen! Durch eure Schuld sind das Zepter und die Schlümpfe endgültig verschwunden! Nein, das ist alles deine Schuld! Dafür verwandeln wir dich in eine Maus! Schnell, beeilt euch, Schlümpfe! Komm zurück, du schleimiger Zauberer! Habt ihr nur den Frieden, die Dacke!
das gerechte Ende des teuflischen Zepters von Yor. Und das Ende von Gargamels fiesen Absichten. Nein, hör doch bitte auf! Wir reiben dich, Gargamel! Autsch! Aua! Neugierig, Schlumpf. Deine Neugier hätte uns beinahe alle umgebracht. Was ist denn falsch daran, ein bisschen neugierig zu sein? Hör zu, Neugierig. Eine alte Weisheit sagte, die Neugierde ist der Katze tot. Hab ich recht, Papa Schlumpf? Naja, manchmal kann Neugier ganz gut sein. Natürlich ist sie das, Papa Schlumpf, wie ich doch ständig sage. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen. Neugierde ist Wissbegierigkeit und durch ein gewisses Interesse gekennzeichnet, welches dann unter ganz anderen Umständen... Ich würde wirklich gerne wissen, wieso sie das getan hat.